Servus. Hallo, servus, wie haben wir? Grüß dich, gut geht's mir. Ja. Dir auch? Ja, ah, bist schon auf jeden Fall. Sicher, immer. Ja, klar, da sieht man gleich, wie freundlich ich bin. Darf ich mit dir gleich runterfahren, da? Ja, wir fahren rauf. Den Harald Fendig erklären. Mhm. Naja, in kurzen Sätzen geht es leider nicht, meine Damen und Herren. Der Harry Fendrich ist ein unglaublich liebenswerter, ehrlicher Bursche. Und ich glaube, der Harry bricht erst gerade aus und sieht, dass er selber ganz schön viel kann. Also ein ausgezeichneter Musiker, ist mit der Musik quasi schon als Kind groß geworden. Eine sehr große Bandbreite auch als Musiker, also vom Mahavishnu Orchester als junger Menschen über den Bruder, wo er sehr lange gespielt hat, zu den Sachen, die er heute macht, ist schon ein großer Bogen und er weiß schon ganz genau, was er tut. Ja, die Zeiten, wo wir Zuckerpüppchen waren, die Asterix, die Zuckerpüppchen von Typhus, wo es uns den gestimmten Bass geputzt und mit neuen Seiten auf die Bühne dran, sind leider vorbei, aber wir werden es mal arbeitet haben. Ich habe den Harry jetzt über 10 Jahre nicht gesehen. Ja. Also wir kennen uns von früher. Ja. Da habe ich den Harry einfach wirklich kennengelernt als irrsinnig liebevollen Menschen und einfach sehr guter Musiker, sehr gute Ohren. Ja. Und ja, ich freue mich einfach darauf, dass wir jetzt eigentlich wieder zusammengekommen sind. Da muss man dann schon ein bisschen irgendwo in irgendeiner Richtung also eine Rose haben, damit man sich das gibt. Das Team muss passen, wir haben ein tolles Team, das macht Spaß und wir brauchen Airplay und dann wird schon laufen. Also ein Harry wird sicherlich nicht scheitern. Wenn es natürlich gut geht, dann denke ich mir wieder, ui, das war schon alle und hätte ich auch ganz gerne. Aber mir reicht es, wenn ich hinten in meinem Kammer, also in meinem Garten, Schrebergarten quasi, da darf auch keiner hin, da bin ich abgesichert irgendwie. Ja, der Heinze, ein kurzes Interview. Alles, alles Liebe, lieber Harry. Ja, erinnert mich ein bisschen an Monaco. Ich glaube, damals hat er dort auch schon gespielt oder wollte dort spielen. Aber unglaublich, aber war damals verheiratet mit einer unglaublich feschen Brasilianerin. Orgel spielen immer ein bisschen was mit Schwellen und Abschwellen zu tun, nicht nachregeln. Bitte. Okay. Lass dann vorne ein bisschen auflegen. Ja, hoffentlich wird da nichts passieren. Hoffentlich wird da nichts passieren. Und wir haben genommen an jeden Berg und jedes Tal. Und der Schell, der war voll mit lauter Rock'n'Roll. Jetzt lässt man aus alle Bäumen, wollt's wieder wissen ganz genau. Drum schmeißt man weg die Pyjama
zirken alle miteinander wieder die Lederjacken an. Hört los, was wieder kracht, genau wie es immer war. Was werden wir heute Nacht noch lachen, wenn der Schmäh rennt in der Natur? Weil heute werden wir uns treffen, die ganze alte Weltpartie. Weil wenn wir dann alle benannt sind, sind wir so frisch wie nie. Und wir nehmen an jeden Berg und jedes Tal. Und der Schädel ist immer noch voll mit lauter Rock'n'Roll. Wie würden wir unserer besten Freundin den heutigen Abend erklären? Naja, typisch wienerisch, würde ich sagen, wie man es gewohnt ist. Aber er macht sehr viel Stimmung und es ist eine Musik, die man liebt. Ich bin das erste Mal auf sowas, aber mir gefällt es sehr. Muss ich jetzt gleich mal keine Gewinnung denken? Ja, sicher kannst du nachdenken. Das ist das, was ich mir gerade denke. Mit Freude dabei. So ist es. Sind die auch wieder haben? Schon länger. Ja, ich hab vorher gerufen. Typisch wienerisch, oder? Der Harald ist ja aus dem dritten Bezirk genauso wie wir. Nein, ich tu mir jetzt ein bisschen. Also, nimmst du jetzt schon, oder? Ja, so okay, du kannst es eh rausschneiden. Was denkst du da bei seinen Liedern, textlich? Ist das was, was so bodenständig ist? Oder denkst du oft, das ist ein bisschen von der Luft der Herz hat? Authentisch. So ist es sein. Einen schönen Abend noch. Danke. Danke. Die Texte sind sicher super. War sehr urig, bodenständig, ehrlich. Mhm. Ich bin ein Fan geworden. Ja. Also ich kenne mich nur von früher als Begleitung von Austria 3 und so weiter. Und mhm. Bin eigentlich begeistert. Und das, was er singt, spricht eigentlich aus dem Leben heraus. Super. Und auch natürlich, dass ein Dialekt singt, das ist sowieso. Unsere Sprache. Unsere Sprache, die leider schon ein bisschen verkümmert ist. Ne? Darum ist es so wichtiger, dass so Musiker wie am Gitter auch das hochhalten und nicht nur Hochdeutsch singen. Vielen herzlichen Dank für das ehrliche, gerade Statement. Ein bisschen was auf alle Fälle. Rausnehmen, ja. Nein, das war sehr viel dabei. Okay, gut, danke. Schönen Abend noch, gell? Danke auch. Anfangs haben wir eigentlich super, live und spitzenmäßig. Lass mal aus, alle Bäumen. Wollt's wieder wissen, ganz genau. Drum schmeiß mal weg die Pyjama und zieh alle miteinander wieder die Lederjacken an. Hast du eine Frage? Ja. Ja, warte, ich muss jetzt gerade, komm raus da. Ich muss gerade ein Interview. Entschuldigung, kurze Pause. Wir sind ja live im Fernsehen, müssen wir was sagen? Ja, Geschmack, kleines Arschloch. Also ich hab das recht lustig, wenn man so sieht. Man liegt das ja, ziemlich locker du sagst, zur Seite. Patsche, wir haben uns verliebt, irgendwie quasi, also musikalisch. Und seitdem war ich will eigentlich nur mehr spielen mit der. Also, was der Harald nicht weiß, wenn ich aussteck, ja, der. Im Übrigen habe ich jetzt die große Freude, da mit einer Bekannten auf einem Tisch zu sitzen, die in der Szene, wenn es um die Austropop-Geschichte, ich will nicht schon die Mutter vom Austropop, weil das ist ja bekanntlich die Marianne Mendt, aber von der österreichischen Popmusik ist sie sicher die Tante. Mit Freude darf ich jetzt bitten um ein kurzes Statement zu den heutigen Abend. Es geht um einen Harald Fendrick, wir sind da bei seiner CD-Präsentation unter dem Titel seiner neuen CD, die du hast, was sagt dir nichts, man redet ja nur. Hast du ein Statement für mich? Ja, ich würde sagen, es ist wirklich empfehlenswert, es ist super. Unbedingt die CD kaufen, unbedingt zu den Auftritten kommen, wirklich empfehlenswert, echt super. Also wenn sie das sagt, dann hast du es was. Toi, toi, toi. Danke. Und ich danke dir. Bitte sehr. Ich danke auch. Super gemacht.